Okay. Schön vom ganzen Virus befreien. Ja. Ich habe schon überlegt, da ein bisschen rum drüber zu kippen. Oh ja, Desinfektion. Ja. Actually, das ist mega gut, das können wir gleich ausprobieren, weil anscheinend soll ja Alkohol gegen Schärfe helfen. Hast du doch gesehen. Haben wir das schon probiert? Willst du probieren? Ich hab gesagt, dass Zitronen dagegen helfen sollen. Das hat ja mehr oder weniger nicht geklappt. So, aber... Aber ich weiß jetzt, woher du das alles hattest. Von Hogwarts. Ja. Mit Michael. Von Dingens. Von Vsauce. Hast du das nicht aus dem Video? Nee, gar nicht. Echt nicht? Die haben nämlich die Sachen getestet. Die haben auch Alkohol getestet. War wieder nicht. Okay, nee, hab ich noch nicht gesehen. Muss ich nur machen. Da haben die nämlich auch das mit Zitrone gemacht. Da hat Michael noch ein übelstes Gebräu gemacht. Seife hilft. Nee, hier Dingens. Psst. Ich hab's ins Gesicht bekommen. Nice. Dinger sind erstmal clean. Wir tun natürlich später noch ein paar Kerne wieder zurück in die Sachen rein. Ja, wir haben ja auch noch. Dann ist es halt schärfer wird. Tabasco. Ja, genau. Jalapeno Tabasco. Für die, die es nicht wussten, die Dinger sind mindestens 3 Jahre im Fass. Ja, in der Tat. Wie ein guter Rum. By the way, für die Leute, das ist unser Setup aktuell, ne? GoPro und Handys. Hier noch ein Spiegelreflex für Fotos. Und hier, die Kamera läuft auch über ein iPhone. Normalerweise würden wir jetzt noch streamen, aber machen wir heute mal nicht. Oh, die sieht nicht gut aus. Sieht nach nichts, das ist kein gutes Zeichen. Boys, guckt euch das an. Also ich will jetzt, um ehrlich zu sein, nicht mal die Kerne eigentlich raushaben, sondern mir geht es darum, dieses weiße Zeug rauszuhaben, weil das könnte bitter werden. Ja, erstmal, das ist bitter und wir brauchen halt den Platz dafür, dass da noch Füllung ist. Ja, das ist ja klar. Das ist klar. Den brauchen wir. Also deswegen sage ich ja, wir können Kerne easy wieder zurücktun. Aber ich glaube, das machen wir nicht. Ich glaube, es reicht gleich einfach, die Jalapeno-Soße da drüber zu schmieren. Ja gut, okay, wenn du das sagst. Das ist unser Licht übrigens. Und das. Und das. Präsentiert von Sonne. Jungs, ich sag euch das. Man braucht nicht unbedingt viel Equipment für normale Videos. Ich meine, Qualität wäre schon geil, aber es geht aktuell halt fit, ne? Okay, ist aus. Boah, Alter, ich hab keinen Bock mehr auf dieses scheiß Equipment. So, tragt eine Schutzbrille dabei. Mindestens Handschuhe. Guckt euch das Zeug an, ey. Das an. Wie das durchblubbert, die Creme. Freunde, habt ihr auch Schmerzen an den Händen, weil ihr euch den ganzen Tag die Hände wascht und desinfiziert? Ich schon. Same. Guckt euch das mal, wartet, meine rechte Hand ist schlimmer, actually. Meine auch! Das sieht man, das sieht man ja so auf Cam, ne? Oder auch so sieht man das ja viel. Alter. Meine rechte Hand ist auch schlimmer. Liegt es daran, weil wir damit die ganze Zeit Minecraft spielen? Das könnte möglich sein, ja. Aber ich spiele auch mit der linken Hand Minecraft, you know? Ja, aber die bewegt sich ja nicht so viel. Okay, warte, jetzt. Da ist eine Mini-Habanero in der Habanero gewachsen. Crazy, man. Wir machen jetzt ja einen Spontanausflug in unseren Abstellraum. Hallo. Hello there. Hello there. Get it. Wie lange? Boah,
nicht mehr geht. Ich sehe nicht gerade viel von hier. 48 Stunden. Lego. Den werde ich nicht vergessen hier. Das Stückchen hier mal raus. Das mag ich nicht so, wenn da was Grünes dran ist. Boah, den hab's mal nicht so. Geil, ne? Übel geil. Mach auch schon so das ganze Teil da rein, ne? Ja, hab ich nichts gesagt. Ja. Muss ja nirgendwo mehr hin, ne? Kann das sein? Ein bisschen. Noch was, Chili? Aber ich glaube, ne? Oregano oder so? Oder Thymian? Oregano. Ich hoffe, du blendest irgendwann noch explosiv. Krass! Brutal. Ich glaube, das könnte man sich jetzt sogar richtig geil aufs Brot einfach schmieren. Ja. Ich will das nicht, ich will das probieren, aber ich will es nicht probieren. Ich will es, wenn wir noch was über haben, können wir es machen. Bitte, da passen 2-3 Karte rein. So gespannt. Ja, Mann. Ich hoffe einfach, dass das mega geil ist. Ich auch. Weil ich will das actually nochmal machen, weil das sieht richtig cool aus. Wie viel Bacon haben wir? Gerade so genug, glaube ich. Wahnsinn. Also wenn man überlegt, dass ich eigentlich lieber ein ganzes Ding pro Hälfte... Ja, überlegt man denn, die Hälfte reicht schon eigentlich an Bacon. Sonst hast du 3 Layers Bacon, was natürlich nicht verkehrt ist. Definitiv nicht. Verstehe mich nicht falsch. Aber das muss auch irgendwie durch werden. Na gut. Geil. Der Nachgeschmack hat schon so was Geröstetes, so. Mhm. So was. Sieht aus wie Kräuterbutter, ne? Bisschen, ne? Aber schon ein bisschen schärfer. Ich hatte ein Stück von der Bolognese drin. Aber ey! Das ist mega geil, das könnte ich safe auf Toast essen. Das könnte ich so safe auf Toast essen. Oder so halt. Ja, okay. Auf Baguette oder so halt, ne? Nein. So Kräuterbaguette-mäßig. Ja. Die ist richtig scharf. Das ist doch krass. Die Kontinuität. Das Einzige, was konsistent gleich bleibt an diesem Bacon, ist, wie die Packung aufreißt. Ist halt echt so, ne? Der ist halt überdunkel einfach und der sieht perfekt aus. Ja, nimm erst den und dann. Sieht das nice aus. Mein Ohr juckt. Das ist jetzt fatal, Janni. Alter, also, wir haben kein Bacon mehr, kann das sein? Willst du echt den anderen nicht nutzen? Habt ihr noch anderen? Ich meine, der ist halt noch gut, weißt du? Der ist noch haltbar. Ja, meine ich ja. Alternativ. Das heißt aber nichts. Wir können den auch mit Schinken einwickeln. Die anderen. Kochschinken? Nee, normalen Schinken. Ja? Und den hier? Oder? Ja. Ja, musst du sagen. Ne? Ihr habt hier noch so eine fancy Packung, aber die sieht fancy aus. Ich glaube, die ist ein bisschen für... Oder lieber den hier. Ja, okay.
Den? Mach mal. Mach mal was raus schon mal für mich. 1, 2, 3, 4, 5 Scheiben. 6 Scheiben. Ja. Alter, ist das ein geiler Schuss. Tschüss. Heftig. Ab in den Backofen. Kurze Sache, warum man fragt, warum das so ist. Willst du es erklären? Warum man fragt, warum das so ist. Ja, oder falls man fragt, warum das so in diesem Setup ist. Janni, deine. Ich habe keine Ahnung. Okay. Also die Sache ist, Leute, die werden wahrscheinlich sehr viel Flüssigkeit abwerfen. Deswegen haben wir die auf einen Rost getan. Heißt es Rost? Ja, ne? Ja. Ja, halt. Das Ding mit Stäben, you know? Und dann halt das Backblech da drunter, um halt die Flüssigkeit aufzufangen und einfach das Backpapier nur, damit das Backblech nicht so dreckig wird. Yeet, easy. Okay, wie stelle ich das Ding hier ein? Mitte? Und dann? Rechts. 20 Minuten on the go. Weißt du, was mich anpisst? Was denn? Dass wir ein neues Teil haben und das Loch ist zu klein, um Karambit zu machen. Tja, das passiert in den besten Fällen. Die besten Fälle, hast du den vorhin gesehen, der hat auch absolut die Linse gestanden. Das können wir auch machen. Ja. Das macht Dammer auf. Also, wir lernen daraus schon mal. Mehr Bacon. Mehr Bacon. Ruhig eine ganze Scheibe auch bei den Kleinen nehmen. Hätten wir gemacht, wenn die eine Bacon-Packung. Nein. Wer hat im Laden nochmal gesagt, lass mal lieber noch mehr nehmen? Ja. So, weil ich will lieber eine ganze nehmen für jeden. Gebe ich dir recht. Ich hab. Hätten wir nur ein bisschen Quick Math machen müssen. Ja. 2 plus 2 ist 4. Achso, 2 plus 2 ist 4. Mhm. Minus 1. 3. Minus 1, 3. Quick Math. Ja. Okay.